Hallo Freunde und willkommen zurück. Oder, na, zurück ist eigentlich das falsche Wort. Wir sind zwar wieder zurück in StarCraft 2, aber Episode 1 haben wir abgeschlossen, Episode 2 haben wir abgeschlossen. Ab in die Leere. Ja, wir spielen endlich Legacy of the Void. Allerdings fange ich mit den Stimmen des Untergangs an, weil zumindest nochmal ein kleiner Prolog und dann kann man vielleicht mal wieder ein bisschen reinkommen, Protoss zu spielen. Ich spiele Protoss nicht so häufig. Vor allem nicht ziemlich gut. Stimme des Untergangs. Zeratul wurde von seinem Volk als Ketzer und Verräter gebrandmarkt. Er verbrachte die letzten 6 Jahre damit, die Wahrheit hinter der Rückkehr der Xel'Naga in Erfahrung zu bringen. Terranon und Zerg überbrachte er Warnungen, doch nun gilt es herauszufinden, welche Rolle die Protoss in der Geschichte der Galaxie spielen werden. Definitiv. 300 Jahre lang glaubten die Menschen im Kopolo-Sektor, sie wären allein. Das war ein Irrtum. Die Zerg kamen und verschlangen alles in ihrem Weg. Es dauerte nicht lange, bis die höchst fortschrittlichen Protoss die verseuchten Welten zu Asche verbrannten, samt Zerg und Terranern. Ein Krieg mit drei Parteien, wie ihn die Menschheit noch nie erlebt hatte, brach buchstäblich über Nacht aus. Unterdessen tobte auch Bürgerkrieg unter den Menschen. Marshal James Rayner schwor, Diktator Arcturus Mengsk zu stürzen, als dieser seine große Liebe verriet. Sarah Kerrigan. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können Sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen Sie uns aus dem Orbit. Sofort! Kerrigan. Eine loyale Agentin wurde den Zerg ausgeliefert. Doch die Zerg töteten sie nicht. Sie verwandelten sie und entfesselten ihre enorme psionische Macht gegen den Kopolo-Sektor, während sie weiter nach ihrem eigentlichen Ziel suchten, der Heimatwelt der Protoss, Ayur. Die Protoss ahnten nichts von dieser Gefahr und reagierten nur langsam. Ihre Regierung, die Konklave, entsandte Exekutor Artanis, um Tassadar zu jagen, welcher die Auslöschung der verseuchten Terraner-Welten verweigert hatte. Sie trafen auf einen der dunklen Templer, welche bei der Konklave als Ketzer galten. Zeratul. Mit viel Anstrengung überzeugte Zeratul Tassadar und Artanis, dass er nicht ihr Feind war. Zusammen führten sie Protoss beider Fraktionen gegen die Zerg. Trotz des Zorns der Konklave errangen sie bedeutende Siege gegen den Schwarm. Doch als Zeratul einen Zerebraten des Overminds vernichtete, legte er seinen Geist offen. Aus seinen Gedanken erfuhr der Overmind Ayurs wahre Position. Der Schwarm stürzte sich auf die Heimatwelt der Protoss mit all seiner Macht. An jenem Tag war es Tassadar, der die Protoss vor der Vernichtung bewahrte. Er kombinierte die Macht der Templer und der dunklen Templer und opferte sich, um den Overmind zu töten. Ayur war verloren, doch Artanis führte die Überlebenden auf die Heimatwelt der dunklen Templer, Shakuras. Alte Vorurteile wurden abgelegt. Die Templer standen nun in der Schuld ihrer dunklen Brüder. Ohne den Overmind zerbrach der Schwarm. Doch Kerrigan griff nach seiner Kontrolle und holte sich dazu selbst alte Feinde zu Hilfe, Irena, Mengsk und Zeratul. Nachdem sie ihre Herrschaft zementiert hatte, verriet die Königin der Klingen jeden Einzelnen. Milliarden Menschen und Protoss starben. Niemand stand mehr gegen die Zerg. Doch zu aller Erleichterung schien der Krieg damit beendet. Zeratul vermutete, die Zerg seien unter die Kontrolle dunkler Mächte gefallen. Er entdeckte Prophezeiungen, dass ein uraltes Wesen, Amon, Zerg und Protoss zu schrecklichen Hybridwesen verschmelzen wollte. Und dass dieses Böse Kerrigan vielleicht bereits kontrollierte. Zur selben Zeit wurde der als Held angesehene Exekutor Artanis zum Anführer sowohl der Templer als auch der Nirasim bestimmt. Als Hierarch vereinte Artanis beide Fraktionen und versprach ihnen wieder zu dem Ruhm zu verhelfen, den sie auf Ayur verloren hatten. Rayner schwor, Kerrigan zu töten. Doch sein Vergeltungsschlag scheiterte. Selbst seine Rebellion gegen Mengsks Tyrannenherrschaft erwies sich als ineffektiv gegen den Propagandaapparat der Liga. Nur durch die Ankunft alter Freunde und neuer Verbündeter hauchte Rayner seinem Feldzug neues Leben ein und errang einige wichtige Siege an mehreren Fronten.
Offizier Atul warnte ihn vor der kommenden Dunkelheit. Er erzählte ihm, der Schlüssel Amon zu stoppen, sei die Königin der Klingen. Sie müsse leben. In einem waghalsigen Angriff auf die Hauptwelt der Zerg-Char nutzten Rainers Streitkräfte und die der Liga, angeführt von Arcturus' Sohn Valerian, ein uraltes Xel'Naga-Artefakt, um Kerrigans Macht aufzuheben und sie aus Amons Griff zu befreien. Die Königin der Klingen war hilflos. Die Liga wollte sie tot sehen. Doch Rainer konnte das nicht zulassen. Ja, war schon eine coole Aktion von ihm. Alles wird gut. Ich hab dich. Valerian Mengsk gewährte ihnen Zuflucht, doch sein Vater konnte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Während des Übergriffs wurden beide getrennt. Kerrigan konnte fliehen und Rainer. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Kerrigan war auf Rache aus. Sie zog aus und verfolgte ihre Stellung als Königin der Klingen. Unter Ziratuls Führung versammelte sie die Zergbruten und herrschte erneut über den Schwarm. Nur diesmal frei. Das Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Kerrigan nahm das Militär der Liga auseinander, Mission für Mission. Und zu ihrer Überraschung erfuhr sie, Rainer war noch am Leben. Sie nahm Kurs auf Korhal, Mengsks Hochburg. Und trotz seiner besten Truppen und Fallen nahm sie ihm persönlich das Leben. Zum Feiern blieb jedoch keine Zeit. Amons Plan schritt unvermindert fort. Kerrigan verließ Rainer und begann mit der Jagd auf ihren wahren Feind. Er und Valerian Mengsk bauten die Liga wieder auf. Mit einer gerechten Regierung. Ohne weitere Bedrohung durch die Zerg und Terraner sah Hierarch Antanis eine Chance gekommen. Er erklärte, dass die vereinigten Protoss aus Templern und dunklen Templern Ajur zurückerobern würden. Kritische Stimmen gingen in der großen Hoffnung unter. Ceratul hingegen setzt seine Suche nach der Wahrheit weiter allein fort. Er hofft, der Hierarch begeht keinen schrecklichen Fehler. Tun wir das nicht alle? Und ja, das war nochmal so grob zusammengefasst, was in StarCraft 1, StarCraft 1 Brood Wars, StarCraft 2, Wings of Liberty und Heart of the Swarm funktionierte, beziehungsweise vorging. Und jetzt starten wir mal die Stimmen des Untergangs. Wie immer auf normal. Ich würde mir zwar schwer wahrscheinlich sogar zutrauen, aber da ich nicht gut mit Protoss bin, also mit Zerg würde ich es machen. Ich habe mittlerweile ziemlich viel Zerg gespielt, auch so ein bisschen, also das heißt ziemlich viel, ich bin da immer noch nicht gerade gut drin, aber ich wage zu behaupten, dass ich mittlerweile mit Zerg besser bin als mit jeder anderen Rasse. Und naja, es ist eine Zeit großer Ungewissheit. Der dunkle Gott Amon ist auf einer unbekannten Welt erneut zum Leben erwacht und droht alles Leben im Koprolo-Sektor zu vernichten. Bevor er zu seinem Volk zurückkehrt, um sich seinem Urteil zu stellen, durchreist Ceratul die Galaxie auf der Suche nach einer Möglichkeit, die kommende Dunkelheit aufzuhalten. Nun ist er den Fragmenten einer uralten Prophezeiung auf der Spur, die noch einen Hoffnungsschimmer bieten könnte. Ja, das ist, ja, warum Ceratul überhaupt, verurteilt werden sollte, habe ich persönlich irgendwie vollkommen verdrängt. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste es, glaube ich, sogar mal. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber, wir fahren zumindest ein bisschen was in diesem, ja, in dieser Kampagne, beziehungsweise auch in der nächsten Kampagne. Und ich sag mal so, ich kenne die Kampagne, ich habe sie aber noch nicht gespielt. Also, nicht wundern, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle. Das soll vorkommen. Aber, bevor wir uns... Okay. Ich weiß nicht, Icarus bekam das nicht so gut, so nah an der Sonne zu sein. Ein Teil der Prophezeiung hat sich noch nicht erfüllt. Auf der Welt, in der Amon zu neuem Leben erwacht, wird das letzte Licht offenbart. Es gibt ein Wesen, das diesen Ort kannte. Eine Kreatur namens Samir-Duran. Den Terranern bekannt als Narut.
Dieses System wirkt eine lang vergessene Möbius-Einrichtung. Ich hoffe, dass Nahums Geheimnisse noch verwahrt sind. Ja, den Narut oder Samir Duran kennen wir auch. Es ist mir eine große Ehre. Ich bin Prätorin Thales. Ich ersuche euch ergebenst um eure Hilfe. Eine unbekannte Macht hat Templer aus unseren Koloniewelten entführt. Meine Truppen konnten sie zu einem Terraner-Labor zurückverfolgen. Doch wir werden vom Schwarm angegriffen. Der Schwarm? Ich bin auf dem Weg. Möge Adun euch bis dahin verbergen. Protoss entführt, Zerg greifen an, nicht so geil. Laborbereichen gefangen gehalten. Wir müssen sie befreien, bevor der Schwarm die Einrichtung überrennt. Ceratul, ich dachte doch, dass ich deine Präsenz gefühlt habe. Aber lass uns gleich zum Punkt kommen. Was willst du hier? An diesem Ort befinden sich Informationen, die ich suche, sowie gefangene Protoss. Ich habe vor, beide aus der Gewalt der Terraner zu befreien. In dieser Einrichtung wird Amons Hybridenarmee gezüchtet. Mein Schwarm wird sie von der Oberfläche tilgen. Aber ich weiß, dass sich das nicht aufhalten wird. Also lass es mich deutlich sagen. Komm uns nicht in die Quere, Ceratul. Ja, ich glaube, besonders mögen tut sie ihn immer noch nicht. Seid unbesorgt, Thales. Wir werden eure Krieger nicht ihrem Schicksal überlassen. Wenn wir schnell und überlegt vorgehen, können wir dem Schwarm ausweichen. Na, das werden wir sehen. Ich habe unseren Nexuspunkt für eure Ankunft vorbereitet. Wäre erstmal die erste Frage, warum haben die einen Nexus? Warum kostet Zeitschleife hier Energie? Das ist echt uncool. Macht eure Klingen bereit, Krieger. So, erstmal, wir brauchen mehr Rohstoffe. Und ja. Dafür müssen wir erstmal warten. Kerrigan wird den Schwarm aussenden, um die Reaktoren der Basis zu zerstören. Wir müssen unsere Brüder befreien, bevor das passiert. Ja, das ist... Dunkler Prälat! Wir werden die Angriffsroute des Schwarms überqueren müssen, um die Gefangenen zu erreichen. Rückt erst vor, wenn es sicher ist. Kontakt mit den Zerg muss um jeden Preis vermieden werden. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gönne mir mal noch einen Hetzer. Und ja, noch einen Berserker. Ja, wir müssen erstmal da hinten die Protoss befreien. Außerdem ist hier eine Brücke, die sich wahrscheinlich später öffnen wird. Mal gucken. Wir sind mal wieder Protoss. Erstmal noch in der Haut von Ceratul, später werden wir dann sozusagen auf Artanis umsteigen, weil das hier ist eine Prolog-Kampagne, die schon vor Legacy of the Void überhaupt draußen war, spielbar war. Ich habe es nur einfach nach hinten geschoben, weil ich wollte das, wenn dann, direkt in eine machen, weil nur für 3 oder 4 Folgen, also so ein Wochenende oder so. Außerdem lief ja eh noch Dark Souls. Und deshalb habe ich mir gedacht, spare ich mir auch die Prolog-Kampagne noch auf. Ich brauche langsam mal echt Gas. So, erstmal kurz Zeitschleife aktivieren, dann produzieren wir schneller. Der Schwarm bereitet sich auf einen Angriff vor. Krieger, haltet euch von den Zerg fern. Und ich habe natürlich direkt mal die Pylons vergessen. Sehr gut. Diener, rückt vor. Lasst keinen dieser erbärmlichen Hybriden am Leben. So. Ich würde mich jetzt gerne mal kurz ein bisschen zumindest umgucken. Wir wissen ja, wo Kerrigan ist. Das heißt, hinter ihr können wir ohne Probleme durch. Ach, die Tür geht sogar auf. Ich dachte, ich müsste jetzt kaputt machen. Lasst euch nicht stören. Wir sind nur auf der Durchreise. Gucken wir mal, ob wir doch den Bunker da ein bisschen zerlegen können. So, mit ein bisschen Management geht das. So, können wir nicht hier... Schade, ich dachte, hier würden wir ein paar Dingens herkriegen. Ja,
Meister dienen. Ich glaube nicht, dass das noch reine Menschen sind, du. So. Weiter möchte ich gerade erstmal noch nicht gehen. Wir haben schon mal ein bisschen was aufgeräumt. Das ist schon mal schön. So, du gehst dahin. Ja. Du gehst dahin. Und du kannst mir mal eben einen Assimilator dahin bauen. So. Nein. Eigentlich solltest du nicht dieses Ding in Zeitschleife setzen, sondern dich selber. Aber gut. Ja. Das große Problem, Protoss brauchen so viel Vespingas. Was ist da? Oh Gott. Da kommt ein Vikings. Das ist jetzt aber nicht so cool. So. Aber die können nicht viel. Die halten zumindest nicht so viel aus. So, Panzerungsupgrades. Zagara, genau. Kerrigan greift wieder an. Protektoren kann ich schon mal sagen, werde ich wahrscheinlich so gut wie gar nicht verwenden, weil ja, Micromanagement und so. Den Zentralreaktor. Ach nö. Den brauche ich doch noch. Kerrigan, tu das doch nicht. So. So, wir brauchen glücklicherweise nicht so viel, ja, so viele Rohstoffe eigentlich, weil wir nicht so viele Einheiten haben. Ich würde aber gerne zumindest mal so einen dunklen Schrein nachher haben. Also wir können momentan keine Raumstation bauen, aber das ist in Ordnung. Wir brauchen mehr Gas. So, ich brauche noch 8 Stück. Machen wir das doch mal so. Kannst du das auch mal eben schnell unter Zeitschleife stellen? Das wäre ganz geil. So, dann holen wir uns einen dunklen Schrein. Dann können wir nämlich nachher dunkle Templer bauen und die sind ganz effektiv. So. Scheinbar hat Kerrigan da aufgeräumt. Dann gehen wir doch jetzt auch mal weiter, ne? Das Einzige, was mich an den Protoss immer noch stört, null Life-Rack. Ich meine, klar, dafür haben sie ihre Schilde, aber trotzdem, das ist nervig. Alter, wie schnell kann die Dinger aufbauen? Das will ich auch können. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie kommt ihr denn darauf, Jungs? So, schnell noch die Rächer da ausschalten. So, darf ich jetzt die Kaserne? Na, schade. Ist natürlich erstmal ein Protoss gestorben. Alter, ist der immer noch nicht da. Wie lange braucht denn der? Das ist ja echt heftig. So, dann können wir das auch mal beschleunigen hier. Möbius Core zerlegt. So, hier sind wir noch ein paar Rohstoffe. Die nehmen wir uns doch mit. Rohstoffe können wir immer gebrauchen. Sehr schön. Ich sollte gleich nochmal ein paar Dingens organisieren, ein paar Pylons. Weil ich meine, wir haben bis zu 200 Dingens, also warum sollten wir die nicht ausnutzen? So. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, möglichst keine Todespylons bauen. Sprich, jedes Gebäude mit mindestens 2, eher 3 Pylons versorgen. So, dunkle Templer. Na komm, den kriegst du noch tot.
Okay, nein. Retreat, retreat. Jetzt mal dein Schild aufladen. Ah, so. Jetzt lädt er nämlich sein Schild auf, dann kann er gleich den Terraner da noch töten. Wir müssen erstmal die ersten gefangenen Protoss befreien. Das kriegen wir ja gleich hin. So. Jetzt lasse ich den einfach sterben, weil mit zwei Lebenspunkten. Was? Das ist assi. Willst du trotzdem die Dinger da zerlegen? Ja, das ist das Problem. Wir haben nicht viele Fernkampfeinheiten. Noch. Wenn wir später einen Roboter-Dog haben, was ich vielleicht mal bauen sollte, dann können wir uns zumindest noch ein paar mehr Anti-Air-Einheiten zusammenfriemeln. Da haben wir soweit alles. Hier brauchen wir die Roboterfabrik, um das Ding überhaupt bauen zu können. Die Hohen Templer, ja, wie gesagt, Hohe Templer, Protektoren, die ganzen. Sie sind zwar eigentlich echt stark und echt wichtig, aber ihr seid auf mich angewiesen. Nein. Ich kann das nicht. Ich bin kein Micromanagement-Profi. So. Roboterfabrik warpt heran, das ist nett. Was ist euer Begehr? So, wenn wir dann später mal ein paar Rohstoffe haben, so wie jetzt gerade eigentlich, können wir schon mal ein paar mehr Warp-Knoten bauen. Und ja, das werden viele, weil die werden später alle zu Warp-Toren. Und dann können wir einfach irgendwo Pylons hinsetzen und die Stärke der Protoss voll ausnutzen. So, dann baust du mir mal bitte noch das Ding. Und wir können Immortals und Kolosse heranwarpen. Okay, wir haben wirklich nur... Meine Güte, warum habe ich einen Frosch im Hals? Nur Hetzer als Antilufteinheiten. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht so gut. Aber nachher mit Kolossen könnte es lustig werden. Die Königin der Klingen befiehlt es. So, wir können uns aber eben einen Archon holen. Dann haben wir nämlich noch eine andere Antilufteinheit. Ich denke mal, das wird dann reichen schon mal als Angriffswelle, wenn der Archon fertig ist. Sehr schön. So, du bist fertig mit Upgrades. Oh, zwei Models. Finde ich, ist ein Anfang. So, die können wir alle mal warpen. So. Dann befreien wir doch jetzt endlich mal die ersten Protoss hier. Die müssten, glaube ich, schon lange genug warten. So, die Dinger sind zwar nur Support-Einheiten, aber die können so nerven. So. Zelle geöffnet, Protoss befreit. Wir danken euch. Wir glaubten bereits, unser Ende sei gekommen. Was wisst ihr über diese Einrichtung, Berserker? Die Terraner, sie folterten uns, führten Experimente an uns durch. Nur wenige von uns haben überlebt. Abscheuliche Gräuel dieser Art habe ich schon einmal gesehen. Doch Narut ist tot. Wer brachte euch hierher? Ich weiß es nicht. Erlaubt, dass wir uns euch anschließen. Wir möchten unsere ermordeten Brüder rächen. Jo. Dann macht euch bereit, Templer. Bin ich voll für, weil Gratis-Einheiten. So, jetzt öffnet sich auch hier der Weg. Krieger, in der Nähe befindet sich eine weitere Zelle. Rückt vor und fordert Vergeltung.
Vergeltung. Jo, machen wir. Ist zwar gegen die Genfer Konvention. Das ist unmöglich. Experimentiere mit Pylonen. Wir sollten diese Terraner ausschalten und den Pylonen für unsere Zwecke nutzen. Ja, bin ich auch für. So, du kannst mal eben währenddessen die Sachen einsammeln. Sehr schön. Ich kalibriere den Pylonen neu. Ich kann nicht glauben, dass es so primitiven Kreaturen gelungen ist, unsere Technologie zu manipulieren. Ey, so primitiv sind wir auch nicht mehr. Der Zerg sammelt sich. Vermeidet Kontakt mit ihnen, wenn ihr könnt. Jupp. Sind bemüht, aber hier sind noch ein paar Terraner, die können wir ausschalten. Generell kommt Kerrigan hier noch nicht durch. Wir sind die endlose Flut des Todes. Ist ja schon fast poetisch, Kerrigan, aber nee, irgendwie doch nicht. So, jetzt werden wir aber eben warten, weil da die Zerg stehen. Und jetzt können wir, wenn wir hier den letzten Warp-Knoten noch haben, beziehungsweise das letzte Warp, ja, den letzten Warp-Knoten zum Tor ausbauen. Die Protoss haben drei allgemeine Sammelbefehle. Also einmal untätige Arbeiter, wie jede Rasse, genauso wie Armee auswählen. Aber was sie auch haben, alle Warp-Tore auswählen. Und das ist halt wichtig, weil mit den Warp-Toren können wir nun mal zum Beispiel jetzt auch da hinten Einheiten hinbeschwören. Was ziemlich cool ist. So, aber ich hätte gerne noch mal ein paar mehr Pylonen. Weil, na, wir brauchen Versorgung. So, die Rohstoffe haben wir eh, also ist das kein Problem. So, und jetzt können wir halt bis zu 7 Einheiten beliebiger, beliebige Einheiten ranwarpen. Da ist noch ein Gascontainer. Warum hat den keiner aufgesammelt? Dankeschön. So, dann kommen die auch vorbei. Der hat seine Barriere. Warum hast du Schaden? What the fuck? Der Schwarm wird bald einen weiteren Angriff starten. Ah, das ist nicht so cool. Eigentlich müssten wir da durch, aber... können wir gleich auch noch machen. So, jetzt haben wir... Alle, die an der Seite von Amons Hybriden stehen, verdienen keine Gnade. Verschlingt sie mit Haut und Haaren. Das ist durchaus nachvollziehbar, Kerrigan. So, ich hätte aber gerne trotzdem noch einen zweiten Archon. Moment, das Ding kann sich bewegen. Ah, nee, sie haben es nur geschoben. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Sehr schön. So, wir können hinter den Zerg durchgehen. Müssen ja glücklicherweise nicht hier lang, sondern gehen schön hier unten lang. Immer schön den Zerg aus dem Weg. Könntet ihr den mal... Der macht mir sonst zu viel Flächenschaden. So, warum sollte ich das Ding zerstören? Keine Ahnung, ich mach's einfach mal. Ah, die Brücke. Sehr gut. Durch die Zerstörung der Steuerung wurde eine Verbindungsbrücke zu unserem Nexuspunkt ausgefahren. Wundervoll. Dann kann ich mir mal eine Probe nehmen. Du kannst mir hier hinten einen Pylon hinstellen. Kommst du da überhaupt hin? Nee. Dann sollte ich vielleicht doch einen der Dingens mal abreißen. Moment. Ja, es gibt leider keinen Abreißbefehl. Das ist ein bisschen doof. Obwohl, Moment. Nehmen wir die andere. Das ist sinnvoller. Das regeneriert seine Schilde gleich wieder, also alles kein Problem.
Jungs, ihr blockt den Weg. So. So, jetzt kann ich aber mit einer Drohne mal da noch ein Pylon hinsetzen. Ich setze einfach mal drei dahin, weil wir brauchen immer noch mehr Versorgung. Wenn du das hast, machst du den. Ihr wartet, bis da die Dingens stehen, die Pylons. Währenddessen greifen wir doch schon mal an. So, die Terraner haben ein paar neue Einheiten gekriegt. Ich glaube, die gab es so vorher zwar auch, aber die sind mittlerweile dann auch spielbar. Zumindest einige davon. Oh, cool, wir kriegen eine neue Base. Können wir uns eine Echse gönnen? Das ist ja nett. Das ist ja richtig nett. So. Dann zerlegt ihr weiter. Ich hole mir mal eine Drohne. Können wir da nämlich einen Nexus-Punkt hinpflanzen. Kerrigan, ihr wisst ebenso wie ich, dass Amon am Leben ist. Seine Hybriden zu vernichten ist nutzlos. Wir müssen die Xel'Naga erwecken. Oh, die haben auch noch ein Tor. Okay, das ist nicht so cool. Er nimmt ein Steinvernunft an als ein Zack. Eine Zelle bleibt noch, Ceratul. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich bin ja schon auf dem Weg. Keinen Stress machen bitte, ja? Da könnte ich mal einen Pylon brauchen. Und dann kannst du wieder da Gas abbauen gehen. Und währenddessen gehen wir schon mal angreifen. Ja, hier diese Einheiten meine ich zum Beispiel. Und die Kampfhellions sind auch neu. Also die sind halt auch im Multiplayer jetzt verfügbar. Ich weiß nicht, ob sie es vorher schon waren. Ich habe vorher nicht sonderlich viel Multiplayer gezockt. Aber mit den neuen Moody, Koop und Archon finde ich schon ganz cool. Ey, das ist ein Fehler. Der arme Zerg. Piek den doch nicht. Ich glaube, wir sollten uns echt mal ein bisschen beeilen, Jungs. Wir haben da noch einen Pylon, den wir nutzen können. Ja, ihr solltet echt mal lernen, die eure Verbündeten nicht zu blocken. So. Ach Gott, machen wir das doch so. Ich bin hier in den Schatten. Das ist schon wieder so ein Panzer. Den bitte zuerst. Danke. So, dann befreien wir hier den Pylon noch. Was ist das? Das sieht ungesund aus. Ich glaube, ich habe gerade meinen eigenen Hetzer zerlegt. Das war nicht so klug, aber ich habe auch schon Schlimmeres getan. Beide Pylonen sind wieder unter unserer rechtmäßigen Kontrolle. Sehr schön. Verstärkung wird herangeworben. Bonusmission erledigt. Dann geht's weiter. Kerrigan, jetzt bitte gerade nicht angreifen. So, in 5 Minuten wieder, okay? Zunehmend schwieriger, ihre Verteidigung zu durchbrechen. Ah, Hybriden. Greift mit allem an, was wir haben. Die Hybriden sind frei. Vernichtet sie. Der Schwarm bereitet sich darauf vor, die letzten Verteidigungsstellungen des Möbiuskorps zu attackieren. Uiuiui. Wir müssen uns beeilen. Das könnte ein bisschen was dauern, du. Ehe die das da zerlegt haben. Wärmt auf, meine Diener, und reißt sie in Stücke. Wir sind schon viel zu lange hier. Ja, ich auch. Keine Sorge, Kerrigan. Wir sind aber auch gleich weg. So. Dann noch dieses Ding und die Zelle befreien. So. Fertig. Oh, war sogar ein hoher Templer bei. Wir danken euch, Brüder. Die Tal'Darin entführen Templer und liefern sie in den Labors der Terraner ab. Dort macht man aus uns Hybriden. Die Tal'Darin? Diese Ketzer haben sich bisher nie so nah an unsere Welten herangewagt. Dies ist unverkennbar Amons Werk. Templer,
Wo wurdet ihr festgehalten? In einem Xel'Naga-Tempel. Ungleich allen anderen, die ich je zuvor sah. Sie nannten ihn Eris, doch seine Position wurde vor uns geheim gehalten. Möbius und die Tal'Darin dienten beide Narut. Er hätte gewusst, wo sich der Tempel befindet. Das Atrias-System. Hier erwachte Amon wieder zum Leben. Tief innerhalb des Sigma-Quadranten. Bewacht von den Tal'Darin. Ihr halft mir bei meiner Suche, Zeratul. Nach den Regeln der Ehre bin ich euch nun dasselbe schuldig. Wir werden euch helfen, den Tempel einzunehmen. Das ist nett. Verstärkung können wir immer gut gebrauchen. So, gegnerische Einheiten vernichten. Was hätten wir denn noch? Ah, ich hätte Zergs mal vernichten sollen. Ah, schade, okay. World of Warpcraft. Ja, Blizzard. Da hätten wir... Oh, wir haben nur die Hälfte. Verdammt. Na gut. Dann würde ich sagen, was das aber für heute, für die erste Folge. Ich hoffe, der Sound stimmt. Ich habe das Spiel noch ein bisschen lauter gemacht. Allerdings, es ist gar nicht so laut auf meinen Ohren. Ich werde natürlich mir das Video auch nochmal angucken. Aber schreibt mir doch mal, ob ich das ein bisschen lauter stellen soll, leiser stellen soll. Ich warne allerdings vor, ich werde es wahrscheinlich nicht vor dem... Also wenn es mich selber nicht stört, wenn es mir in Ordnung vorkommt, dann wird sich das wahrscheinlich erst zum nächsten Wochenende hin ändern. Also ich nehme jetzt am Stück die Folgen für heute auf und morgen nehme ich direkt die für Sonntag auf, weil sonst kriege ich den Hochladen nicht hin. Deshalb, wie gesagt, schreibt mir gerne mal, wie das so ist mit der Lautstärke, ob das passt. Ich hoffe es. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Nachher um 15 Uhr wieder. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao.